Payne, willkommen zurück zu The Last of Us Part Nummer 2. Folge 35. Ich kenne hier überhaupt keinen. Du? Nee, ich kenne hier niemanden. Oha. Mit dir. Bruh. Kann ich gar nichts machen. Im Einsatz. Eine Rohrbombe. Eine Rohrbombe. Hey Mann. Abby, jetzt musste wohl mal dein Arsch gerettet werden. Ja, ich meine, einmal. Trophäe bekommen. War das Trophäe für alle Werkbänke? Abby, komm mal kurz. Könnte sein. Ja, was wollt ihr? Ja, wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Ah, die sind eigentlich schon unnett. Die sind eigentlich schon nett untereinander. Die versuchen jetzt schon zu überleben, so. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Das Mikrofon anders. Und das ist an. Sieht schlimm aus, was, Doc? Das ist nicht so schlimm. Halt still. Ja. Wie ist das passiert? Ein Skarpen in den Fuß gestochen. Hey, Mann. Geht's dir besser? Die Schmerzmittel wirken, also, ja. Halt durch. Was macht die Hand? Ich werde wohl die meisten meiner Finger behalten. Hey, so das. Man braucht ja nur drei. Oder nicht? Alter. Hä? Drei? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich diesen Joke nicht? Uff. Die hat aber keinen Fuß mehr. Üb. Üff. Verstehe ich dann doch mit drei Fingern nicht? Ich glaube ja. Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schöner sein können. Wenn man vom Teufel spricht. Hey Leute. Wie geht's dir, Melon? Nur noch ein paar Stiche. Ich bin so gut wie neu. Okay, Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey Mel. Entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Melone? Konntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Ja. Wie geht's mal? Die ist tot. Ich mein, die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Kommt mit. Gut. Nora tot. Owen tot. Mel tot. Gut. Gott. Sind das alles unsere? Ja. Und es werden stündlich mehr. Nicht gut. Sag nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Oh, shit. Oh, scheiße. Es ist Danny. Wo ist Owen? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden ein paar Skars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Skars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber
Soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt, Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also, sagt mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Gut, das mit Danny war Ellie aber nicht. Warum hat Isaac keinen Suchtdruck für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er, und Nora weiß es noch nicht. Also das mit Danny waren wir aber nicht. Das waren die Scars. Das war Abby nicht. Ja, Abby war sowieso nicht. Das war Ellie aber sicherlich nicht. Wir suchen Isaac. Er ist drin. Geht rein. Danke. Wen haben wir denn da? Was geht, Leute? Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Ist klar. Man sieht sich. richtig schönes Ding haben die, ja, muss ich schon sagen. Also krass. Isaac. Es hat 3 Tage gedauert, aber ich habe endlich etwas aus Nummer 74 herausgekriegt. Wenn er die Wahrheit sagt, ist die Südküste wohl unsere beste Möglichkeit. Ich habe das auf einer Karte markiert und sie in deine Wohnung gelegt. Wir sollten so bald wie möglich losschicken, um die Information zu überprüfen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er etwas zurückhält. Gib mir noch ein paar Tage mit ihm. Sergeant Foster. Okay, irgendwelche Informationen. Das hier fehlt mir echt nicht. Scheiße. Der Gestank ist furchtbar. Was zum Teufel machen die hier? Feuchter Kamm? Nach diesem Morgen wäre ich gern mal kurz mit denen allein. Verständlich. Und das ist jetzt gar nicht so schön, wenn man hier drin ist. Nee, da bin ich lieber vorne bei dem in der Halle da vorne drin. Oh Mann, das ist doch nicht geil. Oh Mann. Ey. Ich unterstütze die WLF trotzdem nicht. Ich finde das trotzdem nicht cool. Hey, Abby. Wir müssen hoch. Also, ist da drin. Ja. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Sir, Abby und Maddie sind hier. Nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Hab gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie? Dann? Ein neuer Waffenstillstand.
Wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Dann kommen er und Danny zurück. War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache Nein. auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Nein. Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Verstehe. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein. Abby, nicht. Ich bin morgen früh zurück. So lange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Beim Riesenrad? Drei Jahre zuvor. Ich bring dich um. Was? Ich weiß ernst, hör auf! Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also... Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand, oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch.
Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst. Ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Hey, ich bin verwirrt. Oh Gott. Abby! Ich bin hier, du Arschloch. Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich habe da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Hä? Ich... Hä, bin ich... Oh, wir müssen zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Ich bin gerade verwirrt. Oder habe ich irgendwie in der Story nicht aufgepasst? Nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Hey, ich bin. Komm. Hä? Ich dachte. Ich dachte, Owen hat. Hat Owen nicht mehr geschwenkt? Oder habe ich irgendwie in der Story nicht ganz aufgepasst? Ich glaube, ich habe nicht ganz aufgepasst. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Sind die zusammen oder ich raff das gerade nicht. Was will mir dieses Spiel ja gerade, was will mir das Spiel gerade sagen, wenn wir er sagt, ich liebe dich und ich mach und irgendwie meinte er, ich mach mit dir Schluss. Das verstehe ich. Ich glaub ja. Oder bin ich dumm? Ich bin nicht. Ich glaube, ich bin gerade dumm oder so. Was für ein Ort? Das ist bestimmt einer von diesen Zoos. Bloß für Fische. Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Die haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Okay. Kein Kommentar dazu. Owen. Du Tierexperte. Ein Robby. Ein Otter. Mach das mal auf. Ui. Hilf mir mal damit. Jupp. Jupp. Und auf damit. Na los. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater. Bloß für Fische. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Ja, aber du liebst diesen Spinner. Also was sagt das über dich aus? Ja, gut, also. Dann müssen, dann denke ich mal, dass die beiden zusammen sind. Ich weiß nicht, wenn man Abby so sieht, sympathisch, aber wenn man... Dieses Ding, das die Joel umgebracht hat, gefällt mir nicht. Aber vielleicht finde ich Abby ja im Laufe des Spiels ja doch noch cool. Man weiß es nicht.